Willkommen zurück. Nun kümmern wir uns noch um den Epilog. Geh nur. Ich muss mich ausruhen. Modell eines Reliktwracks. Ich bin Dr. Leara. Ah, nee, das hatten wir schon mal. E-Mail-Terminal hier ist neu. Au! Das ist sau viel. Liste wird aktualisiert. Datenbank-Upgrade erforderlich. Die Anzahl der Einträge pro Sekunde übersteigt das Pufferlimit. Sie sind verdammt tapfer. Für mich sind alle aus dem Pathfinder-Team Helden. Libby, Cumbernauld, PS, ich leite das hier an die Außenposten weiter. Ich wette, sie wollen sich auch bedanken. Voller Liebe, neue Welten, ich kann es kaum erwarten. Chetero Rizzi, vielen Dank an das Team. Ich hoffe, sie haben auch eine Familie gefunden. Elvold. Netter Planet, vollkommen egal, ob er auf links gedreht ist, für mich fühlt er sich wie eine neue Erde an. Immer wieder danke, ich bin Schreiner, meine Tochter ist Pilotin, wir sind am Leben, danke, das ist alles. Danke auch, danken auf sich auf dem Team. Initiative, Meridian, Helios, wir wären beinahe gescheitert, doch dank der Tapferkeit des Pathfinder-Teams sind wir nun wirklich hier angekommen. Bringen auch Sie Ihre Dankbarkeit zum Ausdruck, lassen Sie sie wissen, wie sehr Sie unser aller Leben beeinflusst haben. Vielen Dank, 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 oh mein Gott, viel zu viel. Viel zu viel. Aber wirklich jeder gratuliert. Oh Mann. Die erste Schusswaffe ihres Vaters. Das ist nicht ihre Entscheidung. Ebenso wenig wie ihre. Und genau das ist doch der springende Punkt, oder? Pathfinder, Sie sind spät dran. Na toll. Ich rette den Cluster und schon wartet wieder neue Arbeit auf mich. Ich verstehe, dass es Ihnen so vorkommen muss. Aber ohne Sie wäre das hier nicht möglich. Die Außenposten werden zu Kolonien, weshalb der Cluster jemanden braucht, der für ihn spricht. Einen echten Rat. Und obwohl ich persönlich es für verfrüht halte, müssen wir einen Interimsbotschafter benennen, der sich um jegliche Belange außerhalb der Nexus kümmert. Oder genauer gesagt, Sie müssen jemanden benennen. Einen Interimsbotschafter? Wofür und für wen? Für die Nexus. Das endgültige Ziel war immer ein galaktischer Rat, aber Meridian hat die Dinge beschleunigt. Eine Arche ist gelandet. Die Gewölbe könnten die Außenposten autark machen. Und es steht uns nicht zu, für ein souveränes angaranisches Volk zu sprechen. Ein Interimsbotschafter würde sich um jegliche Belange außerhalb der Nexus kümmern, bis Wahlen abgehalten werden und wir alle zurücktreten können. Sobald die Zeit dafür reif ist. Nicht, dass ich keine schwierigen Entscheidungen treffen könnte, aber wieso bürden Sie sie mir auf? Weil sie rechtmäßig sein muss. Wir können den Angara keine Wahl aufzwingen. Ebenso wenig wie Kedera oder Eladen. Das ist unmöglich. Aber Sie haben sich für alle eingesetzt. Wenn Sie also jemanden unterstützen, werden zwar vielleicht nicht alle mit ihm einverstanden sein, ihn aber zumindest akzeptieren. Jemand, der für ganz Helios spricht. Ich schlage Pathfinder Raker vor. Normalerweise würde ich für Sie plädieren, nur könnte dadurch der Eindruck entstehen, Sie hätten den Archon getötet, um sich selbst eine Machtposition zu sichern. Deshalb Raker. So würden diese Position und die Kontrolle über die zeitlichen Abläufe innerhalb der Nexus-Familie bleiben. Wenn wir Stabilität wollen, sollten wir vielleicht dafür sorgen, dass die Kroganer bei uns bleiben. Wie wäre es, wenn wir uns für Mordor entscheiden? Haben Sie den Verstand verloren? Das ist auf jeden Fall unorthodox. Wir müssen die Angara an diesem Prozess teilhaben lassen. Sie haben ein Recht darauf. Außerdem würde die Moschei dazu beitragen, die Beziehungen zwischen uns zu festigen. Dank Ihrer Aktion gegen die Rokar besteht bereits eine enge Partnerschaft zwischen uns. Ein Grund mehr, uns auf unsere eigenen Probleme zu konzentrieren. Ich habe das Gefühl, die ursprüngliche Absicht war es, diese Macht in die Hände der Außenposten zu legen. Und August Bradley hat sich als Anführer bewiesen. In einem deutlich kleineren Rahmen. Er hat Eos relativ stabil gehalten. Und das ohne militärische Präsenz. Meridian bedeutet nicht, dass wir hier fertig sind. Die Cats sind immer noch da draußen.
Ein Pathfinder ist die naheliegende Wahl, um uns Stabilität zu bringen. Aber nicht, um die Macht neu zu verteilen. Es wäre derselbe alte Scheiß wie immer. Mordor ist halt schlichtweg dumm. Sonst würde ich die jetzt eigentlich nehmen. Dammit. Die zwei fallen für mich raus. Mordor, es ist zwar schön, die Krogane endlich mal mit einzubeziehen, aber mich, ja, die neue Rasse muss es auch irgendwie. Und Cash ist ja schon da. Wenn wir Helios als Zuhause betrachten wollen, müssen wir anerkennen, wessen Heimat es ist. Ich werde niemanden benennen. Wir werden die Moshai bitten, als Interimsbotschafterin zu fungieren. Es ist der Eröffnungstag von Meridian. Und wir geben so viel Macht ab? Genau darum geht es doch, Sie kolonialistischer Holzkopf. Geht es Sarah besser? Gut. Und was diese Entscheidung betrifft, die Politik und das Protokoll, das ist nicht das, worum es bei ihrem Sieg ging. Das Leben bietet so viel mehr als das hier. Die Systeme der Hyperion sind noch nicht vollständig integriert. Unser SIM-Kern wird erst bei einem späteren Besuch Meridians zugänglich sein. Oh, wie gemein. Wie ist der Status? Ich denke ja, wir sind soweit. Das Atrium hat auch schon mal bessere Zeiten gesehen. Ryder, genießen Sie die Früchte Ihrer Arbeit? Sie haben es verdient. Danke, Callow. Die Tempest wird gerade überholt und das war auch nötig. Ich dachte, ich lasse sie mal machen. Aber den großen Tag lasse ich mir nicht entgehen. Meridian sieht aus dem Cockpit völlig anders aus. Ich glaube, ich verstehe jetzt besser, warum sie tun, was sie tun. Wollen Sie etwa Ihren Pilotensitz gegen ein paar dreckige Stiefel eintauschen? Überhaupt nicht. Ich weiß, wofür ich geeignet bin. Ich gebe nicht vor, alles zu verstehen. Aber Meridian muss viele Türen geöffnet haben und nicht alle davon sind sicher. Sie sollen wissen, dass es für mich ein Privileg sein wird, Sie dorthin zu fliegen. Es bedeutet mir viel, dass Sie bei uns bleiben wollen, Callow. Aber natürlich. Und dass ich mein Schiff behalten kann, ist ein zusätzliches Plus. Natürlich. Ich habe viel von Ihnen gelernt, Ryder. Und von Gil. Aber bitte sagen Sie ihm das nicht. Die Dinge werden sich jetzt ändern, aber das ist okay. Nichts geht jemals wirklich verloren. Ich werde bereit sein, wenn Sie es sind. Haltet euch gerade, Leute. Das ist unser Ehrengast. Denkst du etwa, das wissen wir nicht? Hunter, das hier ist unsere Eröffnung. Lass sie uns zumindest ein klein wenig feierlich gestalten. Wenn ich jetzt auch mal wieder etwas sagen darf. Hallo, Pathfinder. Ich bin Ayora Pillay, Chief of Operations. Dala Vaas Hyperion, zweite Welle Stationierungsoffizierin. Hunter Carey, Rekonstruktion. Das ist das erste Mal, dass ich den Begriff zweite Welle gehört habe. Er ist nicht wörtlich gemeint. Es gab bereits mehrere Gruppen, die in Außenposten stationiert wurden. Zweite Welle bezeichnet eine Entwicklungsstufe der Initiative. Bei der ersten Welle, die aus der Stase geholt wurde, ging es um strukturelle Unterstützung und Allrounder, um Essen und Schutz. Die zweite Welle ist organisatorisch. Weniger Allrounder, mehr Spezialisten. Und mehr Papierkram. Er ist notwendig, um schnell Fortschritte zu erzielen. Ich habe keine Lust, eine ganze Generation lang nur Ackerbau zu betreiben. Dala Vaas Hyperion. Sie sind Stationierungsoffizierin? Richtig. Je weiter unsere Erschließung dieses Clusters voranschreitet, desto wichtiger wird es, neu geweckten Kolonisten passende Positionen zuzuweisen. Meine Aufgabe ist es, Kompatibilität und Durchführung sicherzustellen. Und wann änderst du deinen Namen in Vaas Meridian? Ich behalte Vaas Hyperion, um das Schiff zu ehren, das uns hierher gebracht hat. So wie es meine Großeltern gewollt hätten. Ich meine ja nur, wir werden nämlich hierbleiben. Nehmen Sie es Hunter nicht übel. Er ist einfach ein Arsch. Ayora Pillay, Sie haben die Leitung über Meridian? Das wäre zu viel gesagt. Ich bin lediglich für den Betrieb und Aufbau unseres Hafens verantwortlich. Die Ergründung und Untersuchung der
interessanten Substruktur übernimmt die Forschungsabteilung der Initiative. Mir wurde gesagt, das könnte mehrere Lebzeiten dauern. Also sorgen wir dafür, dass wir so viel Zeit haben. Dafür wurde ich ausgebildet. Hunter Carey, könnten Sie mir Rekonstruktion etwas genauer erläutern? Na klar. Mein Job ist es, dieses einst so stolze Schiff in die zukünftige, ebenso stolze Hauptstadt der Menschen zu verwandeln. Ein wenig komplizierter ist es schon. Es ist ein bautechnischer und organisatorischer Albtraum. Aber das heißt Jobsicherheit, und das ist perfekt. Kommen Sie in einem Jahr wieder, dann ist das hier ein galaktisches Zentrum. Sie werden nicht mehr wissen, wo die Hyperion endet und Meridian beginnt. Klingt, als wäre Meridian in guten Händen. Ich kenne zwar nur die Berichte darüber, wie Sie das alles möglich gemacht haben, aber ich versichere Ihnen, wir werden diese Chance nicht vergeuden. Ja, danke, Pathfinder. Von mir auch. Na, das hört man doch gerne. Deswegen fange ich keinen Streit an. Na, jubeln welche. Ich habe erfahren, werden wir bald mal wieder irgendwo? Danke. Schwing die Hüften. Komm vorbei. Datenpad. Potenzial für die Zukunft und Protokoll. Für die technischen Unterlagen der Nexus. Studien zur Sprache der Jardan. Berichte Tikvalen Linguistik. Die Jardan-Technologie bleibt rätselhaft. Wir können nicht einmal herausfinden, warum sie Meridian gebaut haben. Und partielle Übersetzungen sorgen lediglich für weitere Bedenken. Die Forschung wird fortgesetzt. Was bedeutet das, Sam? Die Sprache ist unpräzise. Oder vielleicht auch zu präzise. Aber die potenzielle Kapazität von Meridian ist eindeutig. Sie ist unbegrenzt. Oh gut, Sie sind hier. Vielleicht können die Feierlichkeiten dann ja endlich anfangen. Ich mag's nicht, faul rumzusitzen. Da draußen wartet so viel Spannendes auf uns. Sie wissen, was ich meine. Bringen wir die Sache über die Bühne. Meridian sieht toll aus, aber... naja, da war ich schon. Das habe ich schon gemacht. Hey, das hier ist ein gewaltiger Erfolg. Es ist wichtig, dass wir ihn genießen. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich bin stolz auf uns. Helios verändert sich und wird es auch noch lange tun. Ich bin einfach nur kribbelig. Ich will nichts verpassen. Oh, das hätte ich beinahe vergessen. Kalinda hat uns Glückwünsche geschickt. Ich glaube, sie hatte auf eine Einladung gehofft, aber da hat sie sich geschnitten. Ich hoffe, sie haben sie uns nicht wieder zur Feindin gemacht. Oh, sie sind immer so ernst. Genießen Sie den Moment. Wir sind hier, um zu feiern. Schon vergessen? Das müssen Sie gerade sagen, Miss Bessail. Ich halte Sie einfach nur auf Trab. Was den Moment betrifft, haben Sie recht. Die Galaxie läuft uns nicht weg. Also lassen Sie uns ein bisschen Spaß haben. Meridian, hä? Huh? Ich sehe es jeden Tag und bin trotzdem immer wieder überwältigt. So langsam sind wir wirklich hier angekommen. Es ist wundervoll. Ach ja, habe ich Ihnen das eigentlich schon erzählt? Das Team arbeitet mit den Angara am Aufbau einer gemeinsamen Forschungseinrichtung. Das klingt aufregend. Ja, nicht wahr? Ich kann es kaum noch erwarten. Wir helfen Ihnen und Sie helfen uns. Können Sie sich vorstellen, was wir dadurch alles erreichen könnten? Allein bei dem Gedanken daran könnte ich schon vor Freude weinen. Eine gemeinsame Forschungseinrichtung? Eine enge Zusammenarbeit mit den Angara? Sie planen eine Party, oder? Aber selbstverständlich. Nichts schweißt ein Team enger zusammen, als guten Whisky zu trinken und gemeinsam zu lachen. Und wehe, Sie lassen sich nicht blicken, Ryder. Ohne Sie wären wir nämlich überhaupt nicht hier. Das würde ich mir um nichts in der Welt entgehen lassen. Wie wär's, wenn wir wieder da rausgehen? Erstaunlich. Sie haben es also überstanden. Sieht ganz so aus. Dann habe ich meinen Job gemacht. Irgendwie. Und mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich werde Sie daran erinnern, wenn Sie mich das nächste Mal zusammenstauchen, weil ich verletzt wurde. Tun Sie das, Ryder. Tun Sie das. Ryder? Okay, mit denen hätten wir gequatscht. Gehen wir mal in die Richtung. Ah, aus dem Weg, Angara. Sehen wir bald, kleiner. Alter Mann. Dieser Ort ist unglaublich. Wir können jetzt endlich tun, weshalb wir eigentlich hier sind. Diese Galaxie erkunden. Apropos,
Ich habe die übrigen Späher losgeschickt. Sie hätten mich fast in Berichten erstickt, bis ich sie an Pan verwiesen habe. Jetzt schicken Sie sie ihm. Das wird ihn freuen. Er wollte den Job, dann kriegt er auch die Berichte. Es ist noch nicht vorbei, wissen Sie. Es wird weitere Cat geben und anderes. Klar weiß ich das. Und es wird ein Riesenspaß. Kleiner. Ryder, ganz recht. Das wird spaßig. Noch ein E-Mail-Terminal. Ein Signal, heilige Scheiße. Login, Kommunikationsspezialistin Enzo Ames. Okay, okay, ganz ruhig, da ist etwas. Es ist unzählige Male hin und her gesprungen und es ist verdammt schwach, aber ich erkenne die Signatur einer Arche, wenn ich sie sehe. Die Arche Killer Sea High. Sie ist da draußen, beschädigt oder sowas. Ich habe Sonden rausgeschickt, aber da ist auch die Geißel. Wer soll wissen, wo das Schiff ist? Ich zeichne alles auf und zwar wirklich alles. Wenn auf Eos eine Speiwanze rülpst, analysiere ich das. Denn das Schlimmste wäre, dass das Signal kein Notruf ist, sondern eine Warnung. Ende des Logs. Ah, die gibt jetzt vielleicht doch noch eine Zusatzarche, und zwar die der Quarianer ist angekommen. Dies ist eine offizielle Beschwerde. Edison kann die Berichte abfangen, aber ich weiß, was ich weiß. Und die Langstreckenscans beweisen es. Das Ressourcendefizit kommt nicht daher, dass irgendein Gesetzloser unsere Schiffe abschießt. Sie kommen nämlich alle durch und melden keine Verluste. Das Problem ist, dass automatische Ware abgeführt wurde. Ein Notfallabwurf ausgelöst durch Hintertürcodes. Der gute Direktor kann schwören, worauf er will, dass keine Tracker dabei waren. Aber jetzt sind sie da draußen und nehmen alles ins Visier, an dem wir hart arbeiten. Exogeostudien und Planetenordnung. Ordnung. Die Geißel macht weiterhin alle Versuche zunichte, ohne kostspielige Gewaltanwendung durch sie hindurchzublicken. Ein Blindflug ist aber nicht ratsam, trotz der fortgesetzten Versicherung, dass nur Antriebssysteme der Relikte die dortigen Energien auf sich ziehen, bis wir den Mechanismus dieser Waffe vollständig verstehen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass es sich um eine Waffe handelt, brauchen wir andere Methoden, um darin zu navigieren. Gouverneurin Xi war in den Wochen nach der Übernahme von Meridian außergewöhnlich hilfsbereit. Wir haben zusätzlich Daten über die Strudel der Geißel erhalten, die tiefergehende Scans ermöglicht haben und dabei den möglichen Grund für die Zurückhaltung der Angara entdeckt, uns diese Informationen zu überlassen. Weitere Planetensysteme mit, so nehme ich an, weiteren angaranischen Kolonien. Ich muss wiederholen, dass das nur eine Vermutung ist und ich habe Gouverneurin Xi versichert, dass mich dabei ausschließlich die Navigation interessiert. Aber angesichts der Aggressivität sogar der verbliebenen Cat kann ich ihre Vorsicht durchaus verstehen. Wir wecken immer mehr Spezialisten auf und konzentrieren uns auf traditionelle astronomische Studien. Dabei sind wir im ganzen Cluster auf mehrere einzigartige Phänomene gestoßen. Die Geißel erschwert weiterhin die Langstreckenerfassung, aber in diesem Fall war das sogar hilfreich. Wir verfolgen eine Gruppe von Kometen mit eigentümlichen Massesignaturen, die darauf schließen lassen, dass sie über außergewöhnliche große Vorkommen reiner und wertvoller Erze verfügen. Alphons hat ihnen den Spitznamen die herzlich wenigen gegeben. Wir haben nicht genügend Schiffe, die schnell genug für eine Annäherung wären, aber schon die Beobachtung dürfte sich in jeder Hinsicht als lohnend erweisen. Pathfinder, hier! Wir machen hier mal wieder im nächsten Part weiter. Das ist ein bisschen viel.